Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ihr seid hier bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele. Und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einem Solo-Let's Play von Dinosaur Island Roar and Ride, der Roll-and-Ride-Version vom großen Dinosaur Island. Ist ja auch mittlerweile eine recht bekannte und beliebte Serie. Ich habe letztens schon in meinem Quartalsvideo über das Spiel gesprochen. Ich habe das jetzt bislang, also vor dieser Solo-Partie, habe ich es tatsächlich jetzt einmal im Duell gespielt. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe mir gedacht, während ich im Urlaub bin, bereite ich euch hier einfach mal ein Solo-Let's Play vor, was ihr dann zwischendurch hier schauen könnt. Und ich denke mal, ihr solltet hier einen ganz guten Einblick bekommen, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert. Ein paar Sachen funktionieren im Solo-Modus etwas anders, denn wir haben hier eine kleine AI, die uns ein paar Würfel im Laufe des Spiels wegschnappen wird, sodass das nicht quasi zu einfach für mich wird. Aber der Großteil des Spiels bleibt im Grunde genommen gleich zum normalen Spiel halt mit mehreren Personen. Eine Sache kann ich allerdings schon mal weglegen, das ist der Startspieler-Token, den werden wir hier in diesem Spiel nicht brauchen. Der ist sonst natürlich gut dafür zu zeigen, wer dann die Runde gerade anfängt. Aber wie gesagt, hier brauchen wir das dann erstmal nicht, sondern hier spiele ich nur ein bisschen gegen die KI, die uns, wie gesagt, ab und zu ein paar Würfel hier wegnehmen wird. Und ich habe das Ganze hier jetzt schon mal im Grunde genommen fertig aufgebaut, so dass ich sofort loslegen kann. Ich habe hier die beiden Tableaus, auf denen ich meinen Park bauen werde und auf denen ich verschiedene Sachen eintragen werde. Ich habe hier das Tableau für die Aktionsphase, in der wir dann später die Würfel einsetzen, werden hier vorbereitet und jeweils drei Karten hier an die Seite gelegt. Das sind zum einen Gebäude, die wir hier später noch bauen können. Ich schiebe die hier auch so ein bisschen drunter, damit auch alles gut ins Bild passt. Die Gebäude haben unterschiedliche Kosten, um sich freizuschalten. Die sind dann hier nochmal eingetragen und deswegen sind hier schon ein paar Kästchen quasi markiert, so dass man genau weiß, wie viel da noch fehlt, um das entsprechende Gebäude freizuschalten. Und ich würde sagen, was die Gebäude so alles machen, da schauen wir uns später an. Dann haben wir hier noch die Spezialistinnen und Spezialisten. Die habe ich hier mal komplett runtergeschoben. Hier ist quasi nur die Illustration. Normal sehen die Karten zum Beispiel so aus. Aber die Illustrationen brauchen wir hier jetzt nicht. Deswegen habe ich die einfach mal komplett runtergeschoben, um hier einfach noch ein bisschen Platz zu sparen, damit sonst alles ins Bild passt. Wir haben dann hier noch das AI- oder KI-Deck. Und das wird dann halt später darüber entscheiden, welche Würfel wir quasi nicht bekommen können für die Draft-Phase. Und damit ist eigentlich schon alles vorbereitet fast. Ach so, genau, eins habe ich noch. Im Solospiel gibt es hier noch ein paar Zielkarten. Die kommen hier aus dem gleichen Deck wie die KI-Karten. Und da konnte ich mir aus 5 3 Stück aussuchen. Und die 3 habe ich hier dann jetzt einfach mal genommen. Da geht es vor allem darum, Dinos zu erschaffen, aber auch ein paar andere Sachen zu bauen. Gucken wir uns dann auch an, wenn es soweit ist. Und damit würde ich sagen, können wir tatsächlich in die erste Runde starten. Im Solospiel nimmt man immer 6 von den Würfeln, die hier dabei sind. Und packt allerdings vorher erstmal alle Würfel hier in den Würfelbeutel. Den nehme ich jetzt allerdings so lange dann auch aus dem Bild. Und ich nehme jetzt zu Beginn jeder der Actionphasen. Wir haben hier insgesamt 9 Phasen quasi, die wir spielen. Jeweils 2 Actionphasen, gefolgt von einer Parkphase. Und wir fangen jetzt hier mit der ersten Actionphase an. Wie gesagt, 6 Würfel nehme ich hier in jeder Actionphase aus dem Beutel. Dann werden die gewürfelt. Hoppala, machen wir so. Und in eine Reihe gelegt. Denn jetzt ziehe ich eine von den KI-Karten und die sagt mir, dass die KI hier den dritten Würfel nimmt und auf dieses Aktionsfeld legt und sie nimmt außerdem noch den 5. Würfel und legt ihn auf dieses Feld. Diese Würfel kann ich mir jetzt halt für meine Aktions- und Draftphase hier jetzt nicht mehr holen und auch diese Aktionsfelder sind schon mal ein wenig blockiert, kommen wir aber gleich noch zu, wenn ich die Würfel dann selber platziere. So, aus den 4 übrig gebliebenen Würfeln darf ich mir jetzt 2 aussuchen und von denen bekomme ich dann die Ressourcen, die da drauf abgebildet sind. Von den beiden, die dann übrig bleiben, suche ich noch einen aus, von dem ich noch die Ressource bekomme. Von dem anderen bekomme ich die Gefahrenpunkte. Das sind diese roten Punkte, die ihr auf vielen der Würfel seht. Und Gefahrenpunkte möchte ich natürlich möglichst vermeiden. Gleichzeitig will ich natürlich auch so viel wie möglich hier noch rausholen. Dann suche ich mir was aus. Normalerweise würde man hier einfach wieder mit dem Startspieler anfangen, sucht sich die Person einen Würfel aus, dann geht es in der Reihenfolge durch, dann geht es in der Reihenfolge wieder zurück, sodass alle 2 Würfel haben. Aber ja, hier kann ich mir jetzt aus diesen 4 einfach was aussuchen. Und ja, da ich hier auf jeden Fall viele coole Sachen
bei den Gebäuden und bei den Spezialisten sehe, nehme ich mir auf jeden Fall mal das Geld, denn damit schalte ich die Sachen frei. Und ich nehme mir außerdem noch diesen Würfel. Der würde hier ganz gut zupassen, aber ich brauche natürlich auch noch DNA. Insofern nehme ich mir doch hier mal diesen Würfel und dann nehme ich noch die Ressource von diesem Würfel und von dem hier nehme ich den Gefahrenpunkt. So, Gefahrenpunkte, fangen wir damit mal an. Die tragen wir uns hier so als Punkt ein. Später können wir die dann mit Sicherheitsmaßnahmen wiederum ausgleichen. So, die Ressourcen, die ich hier drauf habe, ich bekomme zum einen Geld. Geld kann man entweder lagern, das allerdings nur 5-mal insgesamt, oder halt direkt für etwas ausgeben, um ja, dann im Laufe des Spiels vielleicht etwas freizuschalten. Und jetzt kann ich verschiedene Sachen freischalten. Ich kann entweder hier an diesen Gebäuden, die wir als Karten drin haben, arbeiten. Die kann ich hier rüber freischalten. Ich kann die Spezialisten freischalten, die hier direkt auf dem Tableau mitzusehen sind. Oder ich kann eben auch hier die Spezialisten freischalten, die als Karten mit dabei sind. Und ja, es gibt überall eigentlich ganz coole Sachen, muss ich sagen. Aber ich glaube, am meisten bringen könnte mir tatsächlich erstmal einer von den Standardcharakteren, denn ich finde, Sicherheit ist hier immer eine ganz wichtige Sache bei so einem Dino-Park. Und deswegen nehme ich hier mal den Security Chief und streiche da halt eine der Münzen, die ich brauche, um ihn freizuschalten, schon mal durch. So, dann bei den DNA-Sachen, da markiere ich mir einfach ein Feld hier mit einem Kreis auf der jeweiligen DNA-Leiste. Es gibt fortgeschrittene und einfache DNA. Und die brauchen wir dann, um die verschiedenen Dinosaurier zu erstellen. Außerdem kann ich hier jetzt noch eine Straße bauen. Und Straßen sind hier sehr wichtig, weil wir zeichnen hier wirklich richtig unseren Park ein und schicken dann auch unsere Besucherinnen und Besucher auf Touren durch unseren Park. Und umso besser der gestaltet ist, umso mehr können wir da dann am Ende auch rausholen. Und ich würde aber tatsächlich sagen, die Straße speichere ich mir hier auch erstmal. Auch Straßen kann man nur 5 Stück speichern. Und die kann man dann zum beliebigen Zeitpunkt wieder ausgeben. Okay, so, meine Würfel, ich habe ja diese beiden hier gewählt und von dem noch die Ressource. Diese beiden Würfel kann ich jetzt hier noch auf dem Aktionstableau einsetzen. Und tja, was könnten wir denn da alles Schönes mitmachen? Dinosaurier kann ich noch keine erstellen, weil ich da noch nicht die passenden Gene für... Oh doch, tatsächlich, ich könnte schon einen Dilophosaurus erzeugen. Denn der braucht hier einmal diese einfache blaue und diese fortgeschrittene orangefarbene DNA. Aber da ich mit einer Aktion gleich 4 Dinosaurier auf einmal machen kann, lohnt sich das jetzt natürlich nicht so dolle. Denn ja, ich könnte halt nur einen einzigen erstellen. Das wäre ja ein bisschen schade. Deswegen machen wir, glaube ich, erst noch mal was anderes. Und zwar werde ich mit diesem Würfel hier, werde ich mir 2 Sicherheitspunkte holen, um da schon mal ein bisschen Vorsorge zu treffen. Und diesen hier werde ich auf die Duplizieren-Fähigkeit setzen. Und jetzt bekomme ich 2-mal die Ressourcen, die auf dem Würfel drauf sind. Gegner würden das auch einmal bekommen, aber ich habe ja hier keine richtigen Gegner. Die KI ist wirklich nur dafür da, um mir so ein paar Würfel und Aktionsfelder wegzunehmen. Deswegen nehme ich da einfach mal 2 Geld und setze sie direkt für den Security Chief ein. Bei den Charakteren hat man immer einmal eine Sofortfähigkeit, das ist die, die hier mit so einem kleinen Blitz versehen ist, und dann eine Fähigkeit, die entweder eine dauerhafte Fähigkeit gibt oder eine Fähigkeit, die immer wieder bei den Parkphasen genutzt werden kann. Jetzt bekomme ich aber erstmal noch 2 Sicherheitspunkte und das ist schon mal ein stabiles Gerüst, um hier dann auch vielleicht etwas gefährlicheren und größeren Dinos zu erzeugen. Okay, das war es tatsächlich schon mit der ersten Aktionsphase. Gehen wir weiter in die nächste. Ich nehme die ganzen Würfel wieder in den Beutel. Die Würfel, also es sind insgesamt 10 Würfel im Spiel enthalten, die sind alle doch durchaus unterschiedlich, so dass es sich lohnt, hier auch ein bisschen durchzumischen. So, und für die zweite Draft- und Aktionsphase gibt es wieder 6 Würfel. Die werden gewürfelt und in Reihenfolge gebracht. Die KI-Karte ist erledigt, die lege ich zur Seite und dann kommt auch schon die nächste.
So, diesmal nimmt die KI, das ist ungünstig, sie nimmt mir natürlich die Dino-Bau-Aktion weg. Und sie nimmt noch diesen Würfel hier und schnappt sich ein bisschen, schnappt auch ein bisschen DNA weg. Aber was ich noch vergessen habe, wenn man hier einen Spezialisten nur so freischaltet, macht man noch so ein kleines Häkchen da dran, aber man sieht ja auch, dass es voll ist. Insofern ist da nichts Schlimmes passiert. Dann schaue ich doch mal. Ja, ich glaube, da bin ich jetzt relativ sicher. Ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen DNA schnappen. Und zwar nehme ich mal diese beiden Würfel und von dem hier noch die Ressource. Dann bleibt nämlich der hier übrig und der hat kein Gefahrensymbol, sodass ich da keine zusätzliche Gefahr bekomme. Arbeiten wir erstmal die hier ab. Ich bekomme wieder eine Münze und da würde ich diesmal sagen, ja, da mir jetzt gerade schon wieder die Möglichkeit genommen wurde, so ein Stück weit die Dinos zu nehmen, schalte ich mal hier die Juniorwissenschaftlerin frei, denn die würde mir, wenn ich sie freigeschaltet habe, sofort zwei beliebige DNA geben, und zwar aus dem fortgeschrittenen Bereich. Und ich kann in der Parkphase immer zwei Dinosaurier noch erzeugen. Und das kann tatsächlich dann jetzt sehr, sehr praktisch sein, wenn mir die KI öfters mal den Platz da oben ein bisschen madig macht. Gut, dann ist der Würfel erledigt. Ich kriege noch eine gelbe DNA. Und von dem Würfel muss ich mir jetzt entweder ein Geld oder eine so türkis-grünfarbene DNA nehmen. Da nehme ich diesmal die DNA, weil ja, Dinos brauche ich jetzt auf jeden Fall noch. Und wenn ich mal schaue, gelb und grün würde einen Velociraptor ergeben. Das ist doch auch eine schöne Sache. Und ja, wie gesagt, mit blau und orange bekomme ich einen Dilophosaurus hin. Das können wir doch bestimmt gut kombinieren. So, das sind die beiden Würfel, die ich regulär gewählt habe. Und jetzt noch den, von dem ich nur die Ressource bekomme. Das ist tatsächlich eine der Attraktionen, die es hier fest im Spiel gibt. Und zwar ein Foodstall, so dass unsere Gäste dann hier eben auch gut gefüttert werden. Das bringt uns jedes Mal in der Parkphase dann nochmal ein zusätzliches Geld. Also auch eine nette Sache. Guti, dann würde ich sagen, das hat so eine längliche L-Form. Schauen wir doch mal, wo das gut hinpassen könnte. Die Dinosaurier bekommen hier später auch noch Gehege hin, so dass ich auch die natürlich mit einplanen sollte. Ja, das ist doch vielleicht eine gute Möglichkeit. Ja, so machen wir das mal. An den Rand vom Parkgelände darf ich immer ranzeichnen und auch bis zu diesen Ausgängen, die ihr hier seht. Das sind ja die mit den Toren und den Punktesymbolen da drin. Allerdings dürfen sich Gebäude und Gehege, die ich hier einzeichne, die dürfen sich nicht berühren und auch nicht Ecke an Ecke irgendwie berühren. Deswegen, da muss ich auf jeden Fall schlau zeichnen. Und muss ich dann gegebenenfalls auch noch Wege einzeichnen. Und da stelle ich gerade fest, da war das Hoch vielleicht gar nicht so clever. Aber ich habe extra einen Kugelschreiber genommen, um hier nichts neu einzeichnen zu können, sondern was steht, da steht. Jetzt habe ich hier so einen Foodstall freigeschaltet, den markiere ich mir hier auch noch auf meinem Zettel. Und dann kann ich auch schon wieder in die nächste Würfeleinsatzphase gehen. Und ja, jetzt habe ich eine relativ ähnliche Auswahl wie eben schon. Ich werde allerdings, da ich tatsächlich beim Zeichen hier so ein bisschen Quatsch gemacht habe, werde ich hier, glaube ich, einfach mal ein paar Straßen bauen. Und zwar insgesamt drei Stück. Ich werde hier eine Straße hinbauen, denn da werde ich gleich mein erstes Dino-Gehege hinbauen. Und ich werde auch noch, ja, dann kommen wir vielleicht hier lang. Ja. So und so eine Straße bauen. Dann sind das insgesamt drei Stück. Und die vierte, die zeichne ich vielleicht später noch ein. Die könnte da vielleicht auch ganz gut funktionieren. So, jetzt könnte ich mir da wieder einfach das Doppelte an Geld holen und würde auch noch zweimal DNA bekommen. Ah, das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Denn mit dem Geld kann ich auch gleich noch den Junior Scientist freischalten. Ja, doch, das machen wir. Das mache ich so. Ja. Okay, dann haben wir jetzt da nochmal zwei Geld. Ja, nehmen wir den Junior Scientist.
Was da ist, ist da. Jetzt bekomme ich 2 fortgeschrittene DNA. Jetzt könnte ich natürlich sogar schon, mit ihr darf ich später nur 2 Dinosaurier machen. Das heißt, da brauche ich mich jetzt noch nicht auf die großen Dinos einschießen und meine Ziele, die ich habe, die unterstützen das auch gar nicht so sehr, denn ich muss hier 3 verschiedene von den mittelgroßen oder kleinen Raubsauriern, also Fleischfressern machen und muss 3 verschiedene, also im Grunde genommen alle in dem Sinne, von den Pflanzenfressern machen. Und das dritte Objective, was ich hier habe, das dritte Ziel, was ich habe, ist, ich muss jeweils 2 von den Standardattraktionen gebaut haben. Einen Foodstall habe ich schon mal, jetzt brauche ich halt noch 2x Merch, 2x Ride und 1x Food. Insofern habe ich da auch noch ein bisschen was zu tun. Aber das ist ja trotzdem gut. Und da würde ich jetzt sagen, da ich hier auf jeden Fall noch mal so ein lilafarbene DNA brauche, um später noch ein Pneranodon. Oh, meine Güte. Mein Dino-Sprech ist ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Aber um den noch zu bauen, brauche ich auf jeden Fall später noch eine lilafarbene DNA. Die habe ich mir jetzt schon mal genommen. Und dann würde ich sagen, von den Fortgeschrittenen nehme ich vielleicht einfach nochmal hier türkisfarben, um später noch ein paar mehr Raptoren zu erzeugen. Okay, das war die 2. Würfelphase. Damit können die Würfel auch schon wieder abgeräumt werden. Ich kann noch die KI-Karte schon mal weglegen. Denn jetzt kommen wir zur 1. Parkphase. Gebe ich noch das Würfelchen in die richtige Richtung. Und zwar in der Parkphase gehen wir hier auf diesem Tableau alles von oben nach unten einmal durch. Zunächst bekomme ich alles, was ich von den freigeschalteten Attraktionen bekommen würde. Bislang habe ich nur einen Foodstall, deswegen bekomme ich jetzt genau 1-mal Geld. Und ich würde sagen, da ich hier doch so ein bisschen schon in die Richtung gehe, werde ich mal hier am Security Hub arbeiten, denn der gibt mir zum einen sehr viel Sicherheit auf einmal, als Soforteffekt, und ich bekomme später 1 Punkt pro Sicherheitsmarkierung, die ich hier drin habe. Und das könnte auch gar nicht mal so schlecht sein, denn es geht ja hier darum, die möglichst viele Punkte zu machen. Da gibt es dann auch später eine kleine Tabelle dazu. Okay, aber da ich hier im Security Hub arbeite, zeichne ich hier mal ein, dass ich 1 Geld dafür eingesetzt habe. So, jetzt kommen meine Spezialisten dran. Ich habe den Security-Chef freigeschaltet, deswegen bekomme ich hier einen weiteren Sicherheitspunkt. Den Tourguide habe ich noch nicht, aber ich habe den Junior Scientist freigeschaltet und dafür darf ich jetzt bis zu 2 Dinosaurier erstellen und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde 1-mal einen Velociraptor hier hinten in die Ecke setzen. Für die Dinosaurier muss man immer ein passendes Gehege einzeichnen. Ihr seht hier, je nachdem, welche Art von Dinosaurier es ist, wie groß das Gehege sein muss. Und man schreibt dann noch den markierten Buchstaben hier aus dem von dem jeweiligen Dinosaurier mit in das Feld rein, damit man weiß, welcher Dinosaurier da gerade drin ist. Wir brauchen für alle Dinosaurier, die wir pro Typ erstellen können, immer nur ein einzelnes Gehege, solange das nicht kaputt geht natürlich. Und ich markiere hier, dass ich einen von diesen Dinos habe. Velociraptoren darf ich maximal 4 Stück insgesamt im Spiel erstellen. Einen habe ich jetzt gemacht und ich markiere jetzt natürlich noch, dass ich hier die DNA auch entsprechend benutzt habe. Und jetzt bekomme ich noch 1-mal natürlich Gefahr, weil Fleischfresser denken sich auf der anderen Seite vom Gehege, vom Gitter oder von der Scheibe, da laufen ja auch leckere Snacks rum, da muss man drauf aufpassen. Dann bekomme ich 2 Punkte Excitement für meinen Park. Und alles, was ich hier beim Excitement freischalte, bekomme ich dann später hier in der Parkphase nämlich noch zusätzlich. Und es ist am Ende des Spiels auch noch ein paar Punkte wert. So, und jeder Dino hier ist dann noch verschiedene Punkte wert. Die bekomme ich aber erst am Ende des Spiels. Und Velociraptor wäre zum Beispiel nochmal 3 Punkte wert. Das rechnen wir später hier dann alles zusammen. Okay, das ist einmal der Raptor. Aber ich darf ja noch einen zweiten Dino machen. Da ich nicht noch einen zweiten Raptor machen kann, mache ich jetzt hier tatsächlich noch einen Dilophosaurus. Der braucht 1-mal blau und 1-mal orange. Auch der bedeutet Gefahr. Auch der gibt mir 2 Excitement. Und auch der ist am Ende des Spiels 3 Punkte wert. So dass wir dann hier den schon mal markiert haben. Okay, den müssen wir jetzt aber hier auch noch mit unterbringen. Und ich würde sagen, den bauen wir mal hier hin. Vielleicht machen wir so einen. Ein Rundweg hier für unsere Besucher. Und dann haben wir hier quasi den Essensstand zwischen den 2 kleineren Fleischfressern.
die denken sich halt auch, ja, da laufen noch lecker Snacks rum. Und ich werde hier jetzt auch schon mal die Straße bauen, die ich hier mir vorhin aufgehoben habe, sodass ich dann später hier eine schöne Tour durchmachen kann. Okay, so, also meine Attractions und meine Specialists sind fertig. Jetzt kommt die eigentliche Dino-Tour. Und zwar muss ich jetzt startend hier vom HQ aus einen Weg finden, der durch Wege und durch Gehege oder andere Gebäude hindurch führt. Durch jedes Gebäude, das ich zum ersten Mal komme, bekomme ich dann einen zusätzlichen Excitement-Punkt, was sehr, sehr schön ist. Und ich muss halt irgendwo dann halt mit der Tour enden. Das kann in einem Gebäude sein, aber das kann auch halt an so einem Parkausgang sein. Und in diesem Falle werde ich mal hier lang gehen. Man markiert das nur mit einem kleinen X, dafür, dass man halt das erste Mal durch so ein Gebäude durch ist. Und ich gehe jetzt hier mit meinen Besuchern zum Parkausgang und markiere mir den, weil der gibt mir am Ende des Spiels einfach noch ein paar extra Punkte. Und ja, nächste Runde werde ich dann vielleicht noch hier eine Tour weitermachen, sodass dann auch der Dilophosaurus besucht wird. Für die beiden Gebäude bekomme ich jetzt halt hier noch Excitement. Und damit ist dann die Tour beendet, die Dino-Tour. Jetzt bekomme ich halt die Boni, die beim Excitement dabei sind. So, wie gesagt, alles, was hier markiert ist, bekomme ich. Und das ist einmal eine normale DNA. Da nehme ich jetzt eine rote, um später hier noch den Pteranodon freizuschalten. Dann bekomme ich hier einen Sicherheitspunkt. Auch nicht verkehrt. Und ich bekomme noch ein Geld. Und da mache ich natürlich hier direkt weiter mit meinem Security Hub. Und ja, das war's erstmal. Jetzt wird noch geschaut, nämlich beim Death Toll, ob Besucher bei mir sterben. Das ist zum Glück nicht der Fall, denn alle Sicherheitspunkte hier alle Gefahrenpunkte bei mir sind von Sicherheitsmarkierungen umschlossen. Deswegen keine Tote. Mein Park ist wunderbar sicher. Und das möchte ich natürlich auch, dass das so bleibt, denn jeder Tote würde Minuspunkte bedeuten. Und immer wenn man hier bei so einem Ausrufezeichen ankommt, dann gibt es noch eine Katastrophe und da kann man ja ganze Gehege verlieren. Aber auch DNA, die man sich schon gesichert hat, das will man natürlich möglichst nicht. Okay, das ist aber tatsächlich die erste Parkphase. Die ist vorbei. Gehen wir weiter in die nächste Action Phase. Und dafür gibt's wieder ein paar Würfel. Und das sind diesmal die hier. Uppala. Und dann würfel ich die doch einfach mal wieder. So. Und mal schauen, was nimmt uns die KI weg? Die nimmt einmal die Nummer 2 und sie will wieder Dinos blockieren. Das ist schon garstig. Und sie nimmt auch hier diesen Würfel und diesmal nimmt sie hier die Bauaktion weg. Tja, was könnten wir hier jetzt liegen lassen? Ich würde sagen, ich brauche auf jeden Fall noch mehr DNA. Und da ich Velociraptoren machen will, ja, da hilft mir so gerade eigentlich nichts dabei. Auch die DNA bringt gerade gar nichts. Es ist ja, tja, das ist ungünstig. Wobei doch tatsächlich, weil hier ist zweimal rote DNA dabei, das könnte sich hiermit ganz gut kombinieren lassen. Ja, so mache ich das. Also ich nehme die beiden Würfel hier. Dafür nehme ich hier einmal zwei rote DNA und einmal hier die lilafarbene DNA. Sicherheit habe ich ja eigentlich gerade ganz gut. Deswegen könnte ich mir tatsächlich überlegen, ja, ich lasse doch den Würfel einfach liegen. Dann kriege ich nämlich den hier noch zusätzlich. Das sind wieder zwei Sicherheitspunkte. Ich bekomme allerdings hiervon jetzt auch zwei Gefahrenpunkte, aber das gleicht sich ja aus. Und wenn ich den Security Hub freischalte, zählt ja einfach nur, was ich an Sicherheitspunkten gesammelt habe und nicht, wie viel davon dann durch Gefahr wieder ausgeglichen ist. Okay, gut, dann habe ich jetzt die beiden, um mich hier auszutoben. Ich kann übrigens die Würfel oder die Plätze, die von den Würfeln der KI jetzt schon besetzt sind, könnte ich durchaus benutzen. Allerdings würde ich dann jeweils die Gefahrenpunkte, die auf den jeweiligen Würfeln drauf sind, bekommen. Und die zwei sind mir da tatsächlich gerade zu viel. Ich hoffe einfach mal, dass in der nächsten Runde die KI mir das nicht blockiert und ich das dann gut nutzen kann. Und werde deshalb jetzt mal diesen Würfel einsetzen, um mir noch zwei Geld zu holen. Denn damit kann ich hier gut weitermachen mit meinem Bau hier am Security Hub. Und hiermit, weil ja in der nächsten Runde könnte ich richtig viel Dinos erzeugen. Und ich hoffe doch einfach, dass passiert. Und lege den mal hier hin. Dann kann ich mir jetzt entweder zwei normale oder eine fortgeschrittene
DNA nehmen. Und bei den normalen DNA fehlt mir nämlich noch ein bisschen was. Und wenn ich jetzt mal schaue, ich brauche hier für zwei Ranodon brauche ich zwei rote und zwei lilafarbene, die hätte ich schon mal. Ich bräuchte aber, um einen weiteren Raptor zu machen, einmal gelb, weil hier Türkis habe ich schon. Für den Dilophosaurus fehlt mir noch beides. Insofern würde ich doch sagen, nehme ich zwei normale DNA, nehme einmal gelb und einmal blau. Und dann bin ich doch schon ganz gut gerüstet. Ja, ab in die nächste Aktionsphase. Erstmal wieder den Beutel gut durchmischen. Das soll ja möglichst interessant sein. Und dann wird gewürfelt. So. Und eine neue KI-Karte. Ha, diesmal klappt es. Die Karte kommt, der Würfel kommt hier hin und der Würfel kommt hier hin. Das ist doch gar nicht verkehrt. Wunderbar. So, jetzt schauen wir doch mal. Ah, okay. Also das wird auf jeden Fall bedeuten, wir werden Sicherheitskosten haben sozusagen, denn den Würfel hier, den will ich auf jeden Fall nutzen können. Deswegen, den nehme ich doch einfach schon mal raus, weil da bekomme ich einen Merchandise-Stand und der ist tatsächlich sehr, sehr cool, wie ich finde. Den zeige ich euch gleich. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, gelb habe ich mir eben schon einmal genommen. Tja, dann würde ich doch sagen, schnappe ich mir lieber da erstmal die fortgeschrittene DNA, oder? Ja, weil, also, kommt aufs Gleiche hinaus, was ich da nehme, sozusagen. Tja, dann nehme ich auf jeden Fall einmal, nehme einfach mal das Geld und dann würde ich sagen, kriege ich auf jeden Fall zwei Gefahrenpunkte. Die beiden übrig gebliebenen Würfel, oder eigentlich fast alle übrig gebliebenen Würfel haben zwei davon. Und ich nehme hier die fortgeschrittene DNA noch als Ressource. Das ist die hier. So, von hier nehme ich mir wieder ein Geld, um hier am Security Hub weiterzumachen. Und hier nehme ich mir nicht die DNA, sondern baue einen Merchandise-Stand. Die sehen dann, der sieht dann so aus. Dann nutze ich gleich wieder die Möglichkeit, um hier an einen weiteren Ausgang zu kommen. Oh, ich muss noch Wege bauen. Das ist etwas, was ich wahrscheinlich gleich tun werde. Und bei dem Merch-Shop kann ich nämlich gleich, wenn es soweit ist, dass wir in die Parkphase gehen, kann ich mir einen Würfel aus dem Beutel nehmen, den würfeln und dann bekomme ich die Ressourcen, die da drauf sind. Das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr coole Sache. Okay, ja, dann sind die beiden Würfel abgearbeitet und dann bauen wir jetzt hier ein paar Dinos, denn ich habe jetzt auf jeden Fall genug DNA für zwei Pneranodon. Ich habe genug für einen neuen Raptor. Ha, das sind tatsächlich am Ende trotzdem nur zwei. Nur drei, die ich gebaut bekomme. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich für mich, diese Aktion da jetzt zu nutzen oder reichen mir die drei Dinos, die ich hier mit, die zwei Dinos, die ich mit meinem mit meiner Juniorwissenschaftlerin tatsächlich machen kann. Ich würde jetzt tatsächlich mal vermuten, ich nehme lieber nur die Aktion, weil dann kann ich meine Aktion hier für was anderes einsetzen. Und zwar, ich werde erstmal Wege bauen. Und zwar, ich brauche auf jeden Fall einen Weg hier runter, dann kann ich nämlich wunderbar meine Besucher da durchführen. Und dann hebe ich mir noch zwei Wege auf, weil ich ja noch schauen kann, was ich hier jetzt gleich noch baue. Okay, und diesen Würfel setze ich ein. So, Sicherheit werde ich jetzt nämlich gleich noch brauchen, weil ich ja gleich noch neue Dinos erschaffen werde. Deswegen nehme ich hier lieber zwei Sicherheitspunkte. Okay, damit ist die Aktionsphase auch schon vorbei. Also ihr seht, es geht eigentlich relativ fix. Mit mehr Leuten kann es natürlich ein bisschen länger dauern mal. Kommen wir in die Parkphase. Und wir fangen mit den Attractions an. Und jetzt bekomme ich erstmal für den Merch-Stand einen Würfel. Und ja, bekomme ich nochmal zwei Sicherheit. Das ist ja auch nicht verkehrt. Kommt gleich wieder in den Beutel. So, einmal Geld von unserem Foodstall. Vom Security Chief bekommen wir auch wieder eine Sicherheit. Und ich kann zwei Dinosaurier erstellen durch den Junior Scientist. Und ja, wenn ich da mal schaue, kann es sich hier auf jeden Fall anbieten, hier unseren
Pneranodon-Gehege hier anzulegen. Dann, der kostet hier nämlich einmal rot und einmal lila. Und davon machen wir gleich noch einen zweiten, würde ich sagen, ja. Dann sind die auch nicht so einsam. Das bedeutet natürlich 2 Gefahrenpunkte, aber auch 4 Excitement. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und am Ende spielt sie jeweils 3 Punkte. Und jetzt werde ich hier natürlich noch gleich mal einen Weg auf jeden Fall bauen. Denn da wollen wir später auf jeden Fall lang. Okay. Ja, würde ich sagen, das sieht doch nicht schlecht aus. Haben wir die 2 Dinos gebaut? Ja, machen wir weiter. Dann kommen wir zur Tour. Diesmal gehe ich hier lang durch das Dilophosaurus-Gehege und durch unseren Merch-Stand hier an diesen Ausgang. Und das sind wieder 2 Excitement-Punkte, die hier dazukommen. Ja, nicht völlig verkehrt, aber mal schauen, wie viele Punkte am Ende dabei rauskommen. Das war auch schon die Dino-Tour. Und ja, wir können hier schon wieder zum Excitement-Bonus kommen. Und zwar, wir haben hier einmal, wir haben zweimal jetzt Standard-DNA, die ich freigeschaltet bekommen habe. Und da ich ja auch noch ein paar Pflanzenfresser brauchen werde, kann ich mir da eigentlich auch mal das so holen, dass ich da schon ein bisschen mehr von vorbereitet habe. Ja, 2 Stück haben wir. Dann nehmen wir vielleicht noch, ja, nehmen wir hier noch ein rotes mal. Okay, so, die beiden haben wir erledigt. Dann bekomme ich 2 Sicherheitspunkte. Und ich bekomme 2 Geld. Und damit habe ich tatsächlich auch schon den Security Hub freigeschaltet. Und den werde ich jetzt mal, ja, den werde ich hier hinbauen. Dann ist er zum einen schön zentral im Park, was ja durchaus Sinn macht. Ich kann natürlich hier die Formen der Gebäude beliebig drehen. Und damit habe ich den jetzt hier freigeschaltet. Und der gibt mir jetzt gleich nochmal sofort 3 Sicherheitspunkte. Also ich kann in der nächsten Runde auf jeden Fall richtig loslegen, was gefährliche Dinos angeht. Aber ich bekomme halt auch für jeweils 2 Sicherheitspunkte, die ich am Ende des Spiels habe, nochmal einen Punkt. Das ist also auch nicht völlig verkehrt. Ich glaube, bei den Objectives werde ich vielleicht nicht ganz so viele Punkte machen. Aber ich habe ja hier auf jeden Fall schon mal, bislang zumindest, diese 3 hier erledigt. Das heißt, die kleinen Fleischfresser, die hätte ich schon mal, ja, dabei. Dann kann ich jetzt hier gleich auch noch die letzte Straße oder die Straße bauen, um dahin zu gehen, weil da kann ich dann hier wunderbar noch eine Tour durchmachen. Okay, ja, dann sieht das doch gar nicht so verkehrt aus. Und wir können in die vorletzte Action Phase kommen. Bisschen was muss ich noch erledigen, um hier vernünftig Punkte zu machen. Hoffentlich klappt das. Und ja, einmal Würfel. So, und eine neue KI-Karte. Die nimmt einmal diesen hier und blockiert uns das Feld ein bisschen. Und sie nimmt den hier und blockiert das da. Okay, wenn ich jetzt mal schaue. DNA. Tatsächlich, ja, ich glaube, auf die mittelgroßen muss ich jetzt nicht mehr so sehr gehen. Jetzt sollte ich auf jeden Fall nochmal versuchen, hier mir ein paar schöne, dicke Dinos zu bauen. Und wenn ich mal schaue, ich habe hier von dem türkisfarbenen, von der türkisfarbenen DNA habe ich 2. Da könnte ich mir einfach gleich 2 Tyrannosaurus Rex machen. Das klingt doch großartig. Wenn ich diese beiden Würfel hier nehme, kann ich mir 2 lilafarbene DNA nehmen und habe wunderbar die Basis für dicke Dinos. Ah ja, das machen wir doch. Aber auf jeden Fall. Der hier kostet halt auch, der kostet 3 Sicherheitspunkte, wenn ich mir den nicht nehme. Und der ist mir gerade zu gefährlich. Ich werde diese beiden Würfel nehmen. Und dann werde ich mir hier noch den als Ressource nehmen. Das heißt, ich bekomme auf jeden Fall schon mal einen Gefahrenpunkt. Und dann bekomme ich jetzt erstmal eine lilafarbene DNA. Der ist erledigt und ich bekomme eine Straße und ich will auf jeden Fall gleich nochmal in die Richtung gehen. Das heißt, ich sollte, ich werde ja wahrscheinlich noch mehr als ein Gehege bauen. Das heißt, ich glaube, ich kann mit für das große Dino-Gehege, ja doch, das riskieren wir mal. Ich baue die Straße mal hier hin.
ist das erledigt. Und als zusätzlichen Würfel bekomme ich hier noch ein Fahrgeschäft. Das sieht dann so aus. Das könnte ich natürlich auch hier schon mal hinbauen. Denn, ja. Ah ja, doch. Das machen wir mal. Ja, ich glaube, das wird gut passen. Übrigens, damit meine Attraktionen und die anderen Gebäude funktionieren, müssen sie nicht mit dem Straßennetz verbunden sein oder auch die Gehege. Die können überall in meinem Park verteilt sein, damit ich einfach ein bisschen Platz habe. Aber natürlich hilft es mir, wenn ich möglichst viele Sachen so verbinde, dass ich da eine coole Tour durchbauen kann. Okay, das war die Aktionsphase. Dann können wir jetzt... ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen noch ein paar Straßen. Auf jeden Fall. Und wir brauchen noch ein paar Dinos. Jetzt muss ich mal wieder gucken. Ich kann auf jeden Fall einen T-Rex machen. Der braucht Türkis und Lila. Das wäre super. So, dann kann ich, glaube ich, eher noch ein paar kleine Dinos bauen. Denn von denen habe ich, glaube ich, nicht mehr so die richtig tollen Kombinationen. Aber wir fangen wir an mit dem T-Rex. Nee, ich glaube, wir fangen mit was Kleinerem an. Denn wenn ich alle drei Pflanzenfresser noch gebaut bekomme, dann kann ich nämlich hier auch noch drei extra Punkte für diese Objectives mitnehmen. Das wäre auch nicht ganz verkehrt. Und deswegen fange ich mal an mit dem Brachiosaurus. Der ist zwar riesengroß, der braucht aber trotzdem nur ein ganz kleines Gehege. Ja, doch. Wir setzen den mal hier hin. So, der kostet gelb und rot. Und da kommt ein B rein. Die Pflanzenfresser erzeugen keine Sicherheitsprobleme. Und ich bekomme noch ein Excitement. Und am Ende spielt 2 Punkte. Und dann haben wir noch... Ich könnte noch einen Raptor machen. Der hätte hier diese Kombi. Ich muss vielleicht einfach noch ein bisschen was riskieren. Ja, komm. Wir machen noch einen Raptor. Der kostet gelb und türkis. Markieren wir hier einfach nur. Kommen wieder einen Gefahrenpunkt. 2 Excitement. Jo, dann haben wir die. Und dann mache ich jetzt noch den Tyrannosaurus. Achso, ich habe natürlich den Würfel da oben hingelegt. Ja, auf jeden Fall mal den... Wobei, nee, ich kann erst noch den Triceratops machen. Der braucht rot und blau. Tück, tück. Und den setze ich hier hin. Ja, den setze ich hier hin. Auch wieder direkt ganz an den Ausgang, sodass ich da dann gleich einfach meine Tour hinschicken kann. Das gibt nochmal ein Excitement. Und jetzt machen wir den dicken Brummer, den Tyrannosaurus. Der erzeugt gleich 2 2 Gefahrenpunkte. Gibt uns aber auch 3 Excitement, was nicht schlecht ist. Und am Ende spielt es 5 Punkte. Und die großen Fleischfresser, die brauchen ein 4x4 großes Gehege. Und das kriegen wir aber hier wunderbar noch dahin. Der Tyrannosaurus bekommt das R als Symbol. Und so, jetzt könnte ich natürlich sicher gehen, noch ein bisschen DNA zu bekommen, um den Ankylosaurus zu machen. Da würde ich jetzt aber vielleicht einfach darauf tippen, dass das noch so funktioniert. Denn die Wege sind für mich gerade, glaube ich, viel wichtiger. Ich mache hier einen Weg hin. Dann kriegen wir hier eine ganz wunderbare Tour hin. Und da einen Weg hin und da einen Weg hin. Kann ich eine wunderbare Tour hier lang machen bis zu dem großen Ausgang, der uns da unten 10 Punkte bringt. Ja, das ist doch schon mal keine schlechte Ausgangsbasis für die letzte Aktionsphase. Und ja, ich glaube, viel mehr Gebäude werden wir nicht mehr freischalten oder auch viel mehr von den Spezialisten. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Gibt ja viele Möglichkeiten, hier Punkte zu machen. Und ich sag mal so, das Spiel ist natürlich halt durch seine nur 3 Runden mit jeweils 2 Aktions- und einer Parkphase ja auch nicht unendlich lang. Deswegen wird man immer nur einen kleinen Teil von den Sachen hier freischalten. Am coolsten finde ich es einfach, hier diesen Park wirklich selber zu bauen. So, dann haben wir hier für unsere letzte Aktionsphase haben wir dann nochmal, was will die KI mit uns machen? Die nimmt Würfel 2 auf dieses Feld und Würfel 5 auf dieses Feld. Okay, tja, großartig DNA werden wir so natürlich nicht freischalten. Was haben wir denn hier noch so alles für Möglichkeiten? Den Weg, könnte ich
könnte ich riskieren, die drei Gefahrenpunkte, weil ich werde wohl nicht mehr so riesig viel erzeugen können. Was kriegen wir denn hier noch raus? Rot und Türkis. Ja, das ist nicht so viel. könnten wir da mit Lila noch was einfach? Ich könnte noch einen zweiten T-Rex erzeugen. Hui. Ja, warum nicht? Warum nicht? Mit Türkis und Lila, das wäre nochmal ein T-Rex. So, nur mit Rot bekomme ich halt leider das nicht hin. Aber ich nehme trotzdem auf jeden Fall diese beiden Würfel. Und ja, eine Straße brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber ich brauche auch das die türkisfarbene DNA brauche ich gar nicht. Okay, dann stellen wir die auf jeden Fall schon mal weg. Bekommen dafür zwei Gefahrenpunkte. Ich darf eine Straße einzeichnen. Da ich die wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde, ich heb sie mir einfach gerade erstmal auf. Und dann bekomme ich einmal Türkis und einmal Rot und einmal Lila hier als DNA. Und werde jetzt wohl tatsächlich mal hier diesen Gefahrenpunkt kassieren, denn ich brauche nochmal zwei normale DNA, weil ich will auf jeden Fall noch den Ankylosaurus machen. Und da ich mit meiner Juniorwissenschaftlerin gleich nochmal zwei Dinos machen kann, könnte ich mir noch einen T-Rex und noch einen Ankylosaurus machen, um noch dieses Objective zu erfüllen, denn das da kriege ich definitiv nicht mehr hin. Okay, gut, dann machen wir das doch so. Einmal brauche ich blau und einmal brauche ich gelb und dann haben wir die DNA für den Ankylosaurus zusammen. Und das hier kann ich jetzt noch einsetzen. Ja, zusätzliche Wege brauche ich nicht mehr. Ich könnte mir nochmal zwei Sicherheitspunkte nehmen, das wäre auch ein Punkt. Das ist nicht völlig verkehrt. Die Sicherheit würde zwar ausreichen, aber das reicht natürlich. Mit der DNA, mit Lila selber kann ich gleich nichts mehr anfangen. Ich hätte zwar dann nochmal genug zusammen für einen weiteren Dino, aber den kann ich eh nicht erzeugen. Deswegen, das brauche ich eigentlich auch nicht. So, jetzt können, wie gesagt, Wege brauche ich nicht. Ich könnte aber auch eine Attraktion bauen. Das würde zwar nicht mehr für das Objective reichen, aber vielleicht einfach noch einen Merch-Stand. Weil ich weiß ja nicht, was ich aus dem Würfel rausbekomme. Wenn ich, ja, wir können es einfach mal versuchen. Doch, machen wir das doch. Ich lege den hier hin und baue noch einen Merch-Stand. Den werde ich mal hier hinsetzen. Wo der jetzt hinkommt, ist eigentlich egal, weil durchlaufen werde ich dann nicht mehr. Aber dann ist es das für die letzte Aktionsphase. Dann können wir schon in die letzte Parkphase gehen. So, und wir fangen wie immer mit den Attractions an. Und da ich zwei Merch-Stände habe, bekomme ich gleich zwei Würfel. Ach, ja, okay. Das ist jetzt leider nicht der große Wurf, weil mit zwei Geld bekomme ich... ich bekomme zwar eigentlich nichts mehr freigeschaltet. Okay. Okay, witzigerweise, ich könnte noch den verrückten Wissenschaftler freischalten, denn zwei Geld und ich bekomme ja gleich noch ein Geld vom Foodstall, so dass ich drei zusammen bekomme. Ich kann entweder den Tourguide bekommen, der gibt mir hier drei Excitement, das wäre nicht völlig verkehrt, und später dann nochmal, und dann gleich, wenn er selber dran ist, quasi nochmal Straßen, die brauche ich nicht. Deswegen das vielleicht interessant. Aber ich kann auch mit dem Mad Scientist einfach den Koms und Gnatus erstellen. Der erzeugt jeweils einen Gefahrenpunkt. Aber ich brauche auch noch eine beliebige kleine DNA. Okay, nee, dann hat sich der erledigt. Die habe ich nicht mehr übrig. Dann ja, werde ich wohl einfach den Tourguide freischalten. Das ist das Einzige, wofür ich jetzt noch was bekomme. Also hier zwei Geld von den Würfeln, die ich vom Merchstand bekommen habe. Und dann noch ein Geld vom Foodstand. Dann habe ich den Spezialisten auch freigeschaltet. Ich bekomme direkt drei Excitement. Und am Ende des Spiels ist auch jeder von denen noch drei Punkte wert. Also das macht ja auch nichts. Oder schadet jedenfalls nichts. So, die Würfel kann ich schon mal zur Seite packen. Dann kommen jetzt die Spezialisten dran. Der Security Chief gibt mir wieder einen Sicherheitspunkt. Der Tourguide gibt mir zwei Straßen. Ich mache die einfach jetzt mal so und so. Die kann man auch um die Kurve gehen lassen. Die dritte werde ich gleich noch der Ästhetik wegen einzeichnen. Und mein Junior Scientist erlaubt es mir jetzt nochmal zwei Dinos zu erzeugen. Und ja, wie geplant nehme ich hier den Ankylosaurus. Den können wir einfach mal
hier hinsetzen. Ein bisschen auch so ein bisschen abseits eigentlich. Ja, da kommt jetzt auch kein Weg mehr hin. aber wir können uns den hier markieren und bekommen auch noch ein Excitement. Auch das schadet hier jetzt nicht. Für übrig gebliebene DNA bekommen wir dann auch noch ein paar Punkte. Ich glaube, was sind es? Ja, für jeweils zwei, die übrig geblieben sind, gibt es noch einen Punkt. Schadet also auch nichts, die hier freigeschaltet zu haben. Und ja, dann wie geplant noch einen Tyrannosaurus. Da brauchen wir Lila und Türkis für. Zwei Gefahrenpunkte, drei Excitement. Und ja, dann können wir in die letzte Tour gehen. Und jetzt von meinem HQ aus gehe ich hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Da waren wir schon überall. Aber jetzt haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs neue Gebäude, durch die wir durchlaufen. Das gibt nochmal sechs Excitement-Punkte. Das ist schon ziemlich cool. Und wir kommen hier vor allem auch noch an dem großen Ausgang an, der uns nochmal 10 Punkte extra gibt. Das ist doch, glaube ich, gar nicht schlecht gelaufen jetzt in dieser letzten Runde. Und jetzt bekommen wir natürlich nochmal unseren Excitement-Wert. Ich sammle hier nochmal zwei normale und zwei fortgeschrittene DNA ein. Da jetzt egal ist, welche das sind, trage ich mir die hier einfach mal als die obersten jeweils ein. Dann, ich bekomme 1, 2, 3, 4 Sicherheitspunkte. Das sind für mich auch nochmal 2 Punkte. Insofern auch nicht schlecht. Und ich bekomme 1, 2, 3, 4 Geld. Ah, jetzt hätte ich doch noch was Größeres zusammenkriegen können. Aber der Tourguide war jetzt auch nicht verkehrt. So, für 4 könnte ich den Masterchef freischalten. Der würde mir noch ein Excitement geben. Das macht keinen Unterschied jetzt mehr. Außer, dass ich noch eine Münze bekomme, die mir dann aber nichts mehr hilft. Für 4 kann ich hier nichts mehr freischalten. Tja, dann nehmen wir den Masterchef, weil der ist auch nochmal 3 Punkte wert. Jo. So, ein Excitement bekomme ich von dem. Ich bekomme jetzt auch diese Münze noch, aber ja, die tragen wir einfach mal irgendwo ein. Selber drankommen tut er nicht mehr, weil die Spezialistenphase quasi ist jetzt schon vorbei. Und ja, damit ist das rum. Ich habe meinen Park vernünftig gemanagt. Ich habe die Gefahr immer abwenden können oder managen können auf jeden Fall. Daher auch wieder keine Toten. Also das ist mir diesmal wirklich richtig gut gelungen. Da habe ich das Gefühl, das kann man, glaube ich, mit mehr Personen noch ein bisschen fieser steuern. Ja, je nachdem, welche Würfel halt übrig bleiben. Und man dadurch natürlich auch immer mal ein paar Gefahrenpunkte bekommt. Ja, aber ich glaube, so kann ich doch erstmal ganz zufrieden sein. Und dann gehen wir an die Endabrechnung hier unten rechts auf dem Tableau. Und ich hole das einfach mal. Nee, wir brauchen ja noch die Übersicht hier, was wir hier alles erreicht haben. Insofern bleiben wir hier unten. Also, ich bekomme jetzt erstmal 2 Punkte pro Pflanzenfresser, den ich erstellt habe. Und das sind jeweils einer pro Typ. Das heißt also nochmal 6 Punkte hier. Dann von den kleinen Fleischfressern habe ich 5 Stück erzeugt. 5 mal 3 sind 15 Punkte. Und ich habe 2 von den großen Dinos, von den großen Fleischfressern erzeugt. Das sind 10 Punkte. So, jetzt bekomme ich Punkte für meine Spezialisten. Das ist hier dieser Kolben. Das sind die drei hier. 3 mal 3 sind 9 und nochmal 3 vom Masterchef, den ich auch freigeschaltet habe, sind also 12 Punkte für die freigeschalteten Spezialisten. So, dann für die Gebäude, die hier als Karte dabei sind, bekomme ich für den Security Hub, den ich gebaut habe, 1 Punkt pro jeweils 2 Sicherheitspunkten, die ich habe. Und ich habe hier 10, 20, 23, also 22, die relevant sind. Also 11 Punkte für das Gebäude. Das ist doch echt nicht verkehrt. So, dann jetzt die Punkte für die Ausgänge, die wir auf den Touren erreicht haben. Das sind 4, 11 und 10 nochmal. Dann sind das also 21. Sehr schön. Dann gucken wir, wie viele Punkte haben wir beim Excitement erreicht. Das ist hier dieses Level. Das haben wir komplett voll gemacht. Das sind also auch nochmal 10 Punkte. So, wenn wir mehr als 60 Excitement hätten, wäre jeder weitere Excitement-Punkt nochmal ein Punkt gewesen. Das haben wir aber nicht. So, dann jetzt übrig gebliebene DNA. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 2 Stück jeweils sind also 2 Punkte. Wir hatten keine Toten. Ja, jetzt hat mir tatsächlich hier die Kamera noch einen Streich gespielt. Das ist genau in dem Moment ausgegangen, als ich fast fertig war. Und ja, das habe ich leider erst bemerkt, nachdem ich ja tatsächlich schon auch alles fertig gezählt hatte. Aber wir waren ja schon fast am Ende gewesen. Wir hatten keine Toten und auch keine überschüssigen Toten, weil ja, die ersten 20 bringen jeweils einen Minuspunkt und alle darüber bringen sogar 2 Minuspunkte. So weit waren wir.
Dann habe ich festgestellt, es gibt ja gar kein Feld für die Objective-Punkte, die man hier gegebenenfalls erzielt hat. Aber ja, ich habe alle drei kleinen Fleischfresser und ich habe alle drei Pflanzenfresser hier zusammenbekommen. Das sind nochmal 7 und zusammengerechnet komme ich dann auf 94 Punkte. Das ist hier im Regelheft, gibt es dann so eine kleine Tabelle im Solo-Bereich, genau in der Mitte mit 94 Punkten Management Material. Also nicht völlig schlecht, aber naja, es ist auch auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Aber es war ja auch erst mein zweites Spiel. Und wie ich schon im Quartalsvideo gesagt habe, mir gefällt das Spiel ganz hervorragend. Ist ein super stabiles Roll-and-Ride-Spiel der etwas komplexeren Sorte. Ist jetzt nicht mega komplex, aber es ist halt auch nicht so ganz schön clever. Auch das mag ich auch total gerne, aber es ist schon ein bisschen mehr. Aber was mir halt wirklich so riesig gut gefällt, auch im Vergleich zu manch anderen Parkbauspielen, ist, dass man hier wirklich so richtig schön seinen eigenen Park bauen kann. Es ist zwar nur eine 2D-Zeichnung, die man selbst anfertigt, aber ich finde es trotzdem schön, weil man muss sich halt überlegen, ja, wie mache ich da vor allem die Touren richtig gut? Wie baue ich mir das auch so, dass ich mir da nicht selber in den Weg komme? Also da oben zum Beispiel, das war gar nicht so gut von mir. Aber ja, das gefällt mir einfach richtig gut hier an diesem Spiel. Mir macht das sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck dazu bekommen, wie das Spiel so funktioniert, wie das auch speziell im Solo-Modus funktioniert. Wie gesagt, so viel ist im Multiplayer gar nicht anders. Es gibt halt diese Objectives nicht und der Draft funktioniert ein bisschen anders mit den Würfeln. Aber ansonsten, wie gesagt, das, was man hier so selber macht, das ist eigentlich das Gleiche. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst dem Video doch gerne einen Daumen hoch da und gebt auch gerne dem Kanal ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Darüber würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Folgt mir gerne auch mal bei Facebook, Twitter oder Instagram. Und bis dahin sage ich dann bis bald und ciao.